Tag 3 auf Norderney und man höre und staune, es hat tatsächlich aufgehört zu regnen. Jetzt gerade kommt die Sonne raus. Die ganze letzte Nacht von gestern Abend an hat es einfach nur richtig, richtig stark durchgeschüttet. Wir waren, beziehungsweise ich war zweimal mit Amy raus Pipi machen im Regen. Und jetzt mache ich sie gerade fertig und gleich geht's los. Ein bisschen spazieren und wir wollten zur Düne 13. Das ist ein Restaurant, / Café gegenüber vom Leuchtturm. Da sind wir schon mal gewesen, ist ganz schön. Ja, es ist Richtung östliche Insel, obwohl in der Mitte, eher noch in der Mitte. Ja, es geht aber so Richtung Insel Osten. Genau. Ja, gestern hatten wir ja, kann man ja dann auch sehen im Vlog, noch relativ gutes Wetter. Hat schlecht angefangen, dann haben wir aber viel Sonne noch gehabt. Allerdings mit sehr, sehr starkem Wind. Das heißt, wir waren, wie gesagt, ja noch kurz am Wasser. Aber habt ihr ja gesehen, wo wir fast weggeflogen sind. Mit Amy hätten wir fast Drachen spielen können. Es ist halt so, es ist halt auf der Insel manchmal, man kann das Wetter nicht immer so richtig einschätzen. Wir waren auch schon hier und haben bei 30 Grad am Strand gelegen und haben uns einen fiesen Sonnenbrand geholt. Und dann die Füße im Sand verbrannt. So ist es. Das ist eher so mein... Der Sand war so heiß, dass man fast nicht barfuß durchlaufen konnte. Und heute, beziehungsweise bis jetzt war der Sand immer so nass. Ja, wir haben halt dieses Jahr nicht das Glück. Aber wir werden, genau wie im Schwarzwald, bei dem Schwarzwald-Vlog haben wir auch immer so Rückblicke gemacht auf die letzten Jahre. Und dann werden wir auch so ein paar Ausschnitte mal zeigen, wo wir da... Genau, wie Norderney auch kann, bei schönem Wetter. Genau, es heißt ja immer, die Inseln im Norden werden unterkühlt und regnerisch. Das ist Klischee-Denken. Das ist dieses Jahr zwar wieder so, aber das ist ja jetzt im Moment auch nicht gerade auf Norderney nur so, sondern das ist in ganz Deutschland im Moment wirklich richtiges Mistwetter. Und die Insel kann auch ganz anders. Das werden wir dann auch im Rückblick so mal zeigen. Ja, wie gesagt, viel geht dann heute nicht. Und dann sehen wir uns gleich am Leuchtturm. Mal gucken, wenn es trocken ist, gehen wir vielleicht nochmal hoch. Ansonsten trinken wir einfach eine Tasse Kaffee und essen ein Fischbrötchen oder mal schauen. So machen wir es.
Wir haben unsere Pläne geändert und sind nicht in der Düne 13, sondern im Strandrestaurant Pipa, direkt kurz vorm Strand. Und es gibt auch lecker Essen. Michel hat ein Matjesbrötchen. Der Matjes ist im Sherry-Fass gereift. Ja. Reift der? Ich probiere mal. Du hast da was im Haar. Bin ich? Ja, an der Seite. Und dann. Jetzt ist es weg. Okay. Ah. Und? Sehr schmeckt gut. Ich habe ein Lachsbrötchen. Und die Amy hat Bock auf beides, aber kriegt nichts. Ein Stückchen Lachs am Schluss. Und weil ich nicht nachgedacht habe, habe ich mir auch einen Cappuccino bestellt. Den trinke ich aber besser erst danach. Und auch einen Sprudel. Na, ist gut? Sehr lecker. Sehr empfehlend. Hier am Hafen von Norderney und ihr seht den Busbahnhof, der doch ziemlich groß ist. Nee, haben wir noch gar nicht probiert. Die Insel ist ziemlich groß, deswegen ist hier auch geregelter Busverkehr. Fährbrücken gibt es zwei, einmal die 1 und einmal die 2. Und die 3. Und die 3, Entschuldigung. Ja, 3 Fährbrücken. Genau, und wir fahren alle möglichen Friesia-Fähren ab, entweder zum Festland, oder zu anderen Inseln halt. Ne? Genau, kann man tagsüber. Kein Inselbesuch ohne Kurtaxe. Kurtaxe bezahlt ihr folgendermaßen. Bei der Überfahrt bekommt man eine Fährkarte von der Friesia. Da ist ein QR-Code drauf. Der wird an den verschiedenen auf der Insel verteilten Automaten eingescannt. Und dann könnt ihr die Kurtaxe bezahlen. Jetzt sind wir für zwei Personen bei 68,60 Euro. Also wie gesagt, die Automaten sind überall auf der Insel verteilt. Wir sind jetzt hier im Hafen, wo wir schon mal hier waren, zahlen wir direkt auch. Ansonsten in der Stadt. Michel hat ein bisschen geschlafen. Die Technik von heute, ne? Früher bist du an den Schalter gegangen und hast sie bezahlt. Da ist deine Quittung.